Ich werde Ihnen nun zeigen, wie Sie aus diesem Bild den folgenden Werbebanner herstellen können. Zunächst laden Sie sich das Bild herunter. Dann öffnen Sie GIMP. Und suchen dort mit Datei öffnen die entsprechende Datei auf Ihrer Festplatte. Als nächstes brauchen wir das Zuschneiden-Werkzeug. Stellen Sie hier das Seitenverhältnis auf Fest ein und geben Sie unten 468 x 60 ein. Kann man die Auswahl im Bild treffen. Ich ziehe hier also dieses Rechteck auf, schiebe das auch noch ein bisschen rauf und runter, bis es mir gefällt. Und abschließend kann ich die Auswahl, indem ich auf Enter drücke, also die Eingabetaste, oder eine der Ecken hier anklicke. Nun ist erst das Seitenverhältnis eingestellt. Bevor wir weiterarbeiten, verkleinern wir das Bild, skalieren wir das Bild auf die 468, die gefordert sind. Da wird automatisch dann die Höhe, die 60, auch eingestellt. Skalieren. Das ist sehr klein, ich vergrößere das wieder auf 200%. Die Ansicht. Und jetzt sieht man hier tatsächlich auch schon die Pixel, weil wir das Bild so stark vergrößert haben. Als nächstes brauche ich das Textwerkzeug. Wähle das hier also aus und klicke da mal den Banner hinein und schreibe meinen Text. Dann wähle ich das Verschieben-Werkzeug. Passen Sie auf, dass Sie nicht den Hintergrund erwischen. Jetzt bin ich auf dem Hintergrund. Wenn Sie auf den Text fahren, ändert da die Werkzeugspitze ein bisschen. Jetzt kann ich nur den Text verschieben, ohne den Hintergrund zu bewegen. Das Mitte hier ein bisschen im Wald ein, schaue, dass der Abstand zum Rand auch gut aussieht. Und jetzt ist das schön platziert. Ich wechsle nochmal zurück auf das Textwerkzeug, kann jetzt diesen Text noch ein bisschen bearbeiten. Zum Beispiel kann ich die Farbe verändern. Ich empfehle da eine Farbe mit hohem Kontrast, also entweder schwarz oder weiß, je nachdem. Ob es ein heller und dunkler Hintergrund ist, es kann auch eine Farbe sein, die im Text, die im Bild schon vorkommt, oder eine Komplementärfarbe, wenn Sie einen einheitlichen Hintergrund im Bild haben. In diesem Fall eignet sich Weiß sehr gut, darum gehe ich da beim Farbselektor auf Weiß, wende das mit OK an und könnte jetzt noch die Schriftgröße anpassen, zum Beispiel auf 24, ist ein bisschen größer, wechsle darum nochmal aufs Verschieben-Werkzeug. Aber am richtigen Ort. Hier kommt der Text. Und bin jetzt eigentlich mit dem Banner mehr oder weniger fertig. Darum speichere ich das Ganze jetzt mal ab. Das Banner, speichere das auf dem Desktop. Im XCF-Format, das heißt, Sie können diese Datei später wieder in GIMP öffnen und weiter bearbeiten und machen noch einen Export fürs Web. Darum Datei exportieren. Hier oben unbedingt die Dateiendung GIF angeben und dann auf Exportieren klicken. Jetzt wichtig, in diesem folgenden Menü, da die Animation anwählen, Endlosschleife, auch sehr wichtig, und die Dauer, wie lange die einzelnen Bilder angezeigt werden sollen, hier auf 1000 Millisekunden eintragen. Die anderen Einstellungen können Sie lassen, wie Sie sie hier sehen. Dann auf Exportieren drücken und damit sind wir fertig. Sie können nun Ihren Werbebanner begutachten und ich hoffe, Sie sind zufrieden mit Ihrem Resultat.